Hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Let's Play Together Rainbow Six Siege. Hurra, hurra, das klappt ja direkt mal auf Anhieb. Mit mir dabei die Kater. Hallöchen. Hi. Ja, heute haben wir nur mal ein bisschen wenig zu tun als Tagesziele, weil meine nächsten gehen gerade 12,5 Stunden erst online und das übernächste um 36,5 Stunden, also haben wir noch ein bisschen. Wir sollen nämlich drei Multiplayer-Runden, oder ich spiele drei Multiplayer-Runden als Spetsnaz und du hast gesagt drei Multiplayer-Runden als Angreifer, ne? Jawohl, ja, das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall zweimal Multiplayer spielen, weil man kommt ja, wenn's doof kommt, immer bloß dreimal durch eine Runde durch. Ja. Einmal Angreifer, also, zweimal Verteidiger oder heute andersrum. Mal ein bisschen Multiplayer-Day, würde ich mal gerade so sagen. Und da gucken wir vielleicht mal, wenn es klappt. Weil in der letzten Folge hat es ja nicht so ganz geklappt. Da war wir vielleicht mal her und ein bisschen Terroristenjagd oder so. Die letzte Folge war ja gestern, sonst hätten wir nämlich hier keine nächste Zeit von 12 Stunden und 36 Stunden. Ja, wir haben gestern Abend um. Ja, ist egal, starte jetzt. um 10 oder so aufgenommen. Wir spielen locker. Welches Level hast du denn eigentlich? 17. Fast 18. Also ja, aber 20 kann man, glaube ich, anfangen mit Rangliste, gell? Ja, dann können wir dann mal wirklich mal anfangen mit Rang zu spielen. Ja. Also mir fehlen wirklich nur noch so ein Fitzelchen, nämlich Level 18. Dürfte eigentlich jetzt quasi nach der Runde liegen. Gestern war tatsächlich zum Multiplayer war eigentlich ganz erfolgreich. So für ja, mich einer der letzten oder sowas war ganz super, ja. Hm? Das letzte war, glaube ich, super oder sowas. Allgemein, von den Kills auch her. Also ich bin froh, dass ich mal so ein paar Kills gehabt habe. Ich habe halt dann ein oder zwei Kills teilweise pro Runde. Das ist für mich war eigentlich schon in Ordnung. Und dass ich das mit dem Headshot hingekriegt habe. Bam. Ja gut, in der einen Runde dass ich den entscheidenden Kill dann zum Beispiel noch. Ey, wir gucken bloß zu. Nein. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Position des Gefahrgutbehälters unbekannt. Ja, wir sind mitten in den Spiel reingeworfen worden. Warum? Ja, lass laufen, komm. Das sind 3 gegen 5. Mal schauen, ob sie gewinnen, unser Team. Dann wissen wir zumindest, wie gut unsere Leute sind. Ja, natürlich. Kannst aber auch mit 3 Mann gegen 5 gewinnen. Wenn die sich wirklich komplett dumm anstellen, teilweise. Ich habe das auch schon sehr oft geschafft. Sieht das ein bisschen was anderes aus. Da haben wir jetzt gerade mal etwas ruhige Runde. Oh, der hat schon den Anfang. Der hat schon den ersten. Ne, die haben den ersten. Oh, ja. Stimmt, das waren die Verteidiger, die Blauen sind die Verteidiger. Sind drin. Wir sind jetzt nämlich mit dem auf den Angreifern drauf. Die sind zu fünft. Ne, Blau ist Angreifer, weil Blau hat Schwerter. Turm stimmt, ja. Ist Verteidiger. Ja, doch, stimmt, so rum war es, ja. Die sind gerade ein bisschen schon. Ah, hat er? Hat er nicht. Hätte nicht bemerkt. Hätte den Ruhe ziehen. Also ich bin jetzt auf diesem Rasmus, was? Ja, drauf. Ich bin auf dem anderen. Und der hatte eigentlich einen auf Visier, der hätte ganz in Ruhe ziehen können. Ich habe beim Rückziehen das nicht mitbekommen und hätte ihn wegrotzen können. Naja, dafür hat er einen Fuse, der verbleibt. Das ist sehr gut. Er hat zwei erwischt. Tatsächlich. Ah, das war jetzt doof gerade von unserem anderen. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. 1-1. Der andere ist links. Ja, da läuft. Da, ja. Boah, sehr gut. Nette Runde. Fett gemacht. Ja, gut. Mit dem Fuse 2 Stück wegzurotzen schon. Meine nur noch 3 Gegner. Dann ist ja. Der. Und der hier hing die ganze Zeit schon da auf der Ecke. Ja, der hat auch den anderen gerade noch weggerotzt, Nash. Hm? So, jetzt sind wir Verteidiger. Ich muss natürlich Angreifer spielen, war ja klar. So. Wen nehmen wir denn? Capcan spielen, weil wie gesagt, dann brauche ich nur noch 2 Runden danach. Mir ist es egal. Ich muss halt nur die Spetsnaz-Runden. Spetsnaz spielen. Das Gute ist, dass wir jetzt Urlaub haben. Das heißt, wir können wir auf jeden Fall aufnehmen. Können ordentlich vorproduzieren im Material. Und wie wir schon verkündet haben, wird Rainbow Six von 3 Folgen in der Woche auf 2 Runden. Ja, der Freitag fällt raus dann quasi. Das heißt nur noch mittwochs und sonntags. Jeweils um 20 Uhr. Ja, das, die Uhrzeit bleibt gleich, nur ja. Ein Tag gekürzt. Genau. Das liegt halt auch daran, dass wir zum Beispiel noch berufstätig sind. Und dann brauchen wir nicht jetzt immer so viel Folgen vorzuproduzieren, um
mal so 2-3 Wochen zu haben. Aber wenn du 3 Wochen machst, dann brauchst du 9 Folgen produzieren. So machen wir quasi 6 Folgen und haben 3 Wochen abgedeckt. So ist es beispielsweise. Das ist der einfachste Grund. Deswegen sind auch bei mir zum Beispiel viele Projekte auch nur noch 2-tägig pro Woche dran. 5 Sekunden noch. Warum hockst du dich jetzt vor mich und ich? Niki Macaroni, Abmarsch. Macaroni? Ja, Macaroni. Niki Macaroni, Macaroni. Wir haben das hier gefunden. Lass sie doch finden. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Geht. Hau ab von mir, Drecksrunde. Sichere die Tür! Das Gerät ist in Position. Keine Sorge mehr wegen der Drohne, guck mal. Na gut. Aua! Warum werde ich angeschossen von einem? Wahrscheinlich, weil du auf die Drohne schießen wolltest und du im Weg warst. Ja, ich hatte die Drohne selber auf Visier. Der hat mir jetzt 13 Energiepunkte weggeschossen. Hast du dir gerade die Tür da freigeschossen? Ist da unten? Ja, ja. Okay. Nicht freigeschossen, sondern ist geschlagen, weil ich muss ja irgendwo was sehen, wenn da einer reinkommen sollte. Ich lade nach. Feinde entdeckt. Dritter Stock. Von Anfang an die Verstärkung reinknallen können. Guck gerade mal kameratechnisch durch, ob ich irgendwas sehe. Aber die haben schon einige weggeschossen, Kameras. Oh! Da oben war gerade einer. Zwei von denen sind identifiziert. Das ist ein Mute und ein Fuse, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Ash. Ja, Ash und Teach ist, glaube ich. Meinst du, das ist nicht der Mute? Ich weiß nicht, ob das Teach oder Mute ist. Ich weiß gerade nicht. Nein, nicht Teach, sondern Thatcher ist ja, glaube ich, der Typ. Das ist, was du meinst, aber. Für mich heißt der Teacher. Achtung, die kommt von links irgendwo. Fuck, die kommen von hinten. Oh, in meinem Raum, wo ich drin bin. Ich hab ihn. Ja. Gerade schön in den Arsch. Die Frage ist, von welcher Seite jetzt gerade? C4 platziert. Hier geht's ganz schön heiß her. Ach, fuck. Schmeiß mich. Detonation. Bin dumm gewesen. Ich hab das Handy nicht drin gehabt und der steht hinter der Tür drin. Hinter der Wand. Der steht bei mir hier im Raum hinter dieser Wand. Hinter dieser Holzwand. Aber ich weiß, wo das Problem ist, dass ich nur noch 4% Leben habe und wahrscheinlich gleich sterben werde, wenn ich das hier jetzt nicht schaffe. Ja. Ich wollte jetzt gerade außen rum ein bisschen schleichen und wollte von der Seite kommen, aber. Letzter verbleibender Gegner. Der Kapitän ist da und hat mich weggeschossen. Ich glaube, der steht trotzdem immer noch vorne. Müsste der sein. Ich habe den zweimal gesehen, ich habe den aber nicht erwischt. Ich hab mir natürlich mein eigenes Nitro-Handy weggeschossen. Ich bin auch blöd. Steh halt auf und geh mal langsam ran. Meinst du, das ist so riskant? Ne, jetzt ist Gerät, hat eh irgendwo was kaputt gegangen. Hinter dir, oder? Ja. Rechte Seite. Er ist rumgegangen und stand schon im Raum drin. Ja, der ist außen rumgegangen. Bloß noch einer, bloß noch der Kapitän. Ja, das ist halt der eine noch von denen, der quasi schon reingegangen ist. Wenn die sich. Der andere stand nämlich mit dem Rücken zu ihm. 15 Sekunden noch. Sensor eingesetzt. Hätte sich auf den zweiten noch holen können. Den Biogefahrgut dem Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. 10 Sekunden noch. Es bleiben noch 5 Sekunden. Tja, wenn er jetzt nicht gleich irgendwas macht, dann. Haben wir gewonnen. Die Gegner haben den Behälter nicht rechtzeitig gesichert. Wo waren bloß? Mission des eigenen Trupps. Da. Oben, ganz oben war der irgendwo in der Gegend rum. Das war nämlich dieser Soulfly, der lief nämlich da. Das war der Gegner. So, Angreifer, das ist genau das, was ich spielen muss. Ach, noch eine Runde, dann hab ich's. Jetzt hätte ich gerade gucken können, wer es ist. Es ist der Teacher, so wie ich recht hatte. Okay. Ja, ich dachte mir, das ist so da, so wie so ein
Ruhezeichen, Auszeichen aus. Und dann dachte ich mir, okay, Gott, Mute sein. Der Mute ist der mit der Atemmaske, wo zwei X auf der Atemmaske hat. Okay. Ja. Oder ein X vorne drauf. So vorne auf dem Mund drauf. So. Ja. Ich finde das Schiff ja cool, aber es ist irgendwo auch ein bisschen unübersichtlich. Ja. Noch 10 Sekunden. Gut gemacht. Okay, ganz unten. Gefahrgutbehälter lokalisiert. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Haben sie. Haben wir klar, nachdem sie oben alle nicht waren und unten hat sie noch Stachel dort bekommen, dachte ich mir, okay, die stehen unten. Geht gar nicht kaputt. Was? Rein in die gute Stube. Detonation! Eine Splittergranate! Ah, ihr probiert denselben Weg. Sprengladung vorbereitet. Oh, fuck! Nein! Oh, Mann! Heißt ich hab dich. Ich hab dich richtig erwischt. Der hat mich die ganze Zeit gesehen, der Drecksack. Komm raus. Ich hab nämlich einen auf Visier. Der muss nochmal kurz um die Ecke gucken. Jawohl, hab ihn. Oder? Nee, du hast keinen gewischt. Nee, ich hab nicht erwischt. Ich hab aber sowas von böse verletzt. Ich stehe hier ziemlich im guten Winkel. Nee, das wird einfach. Oh, was? Ach, fuck you. Der ist hochgekommen. Ich wusste, wo ich stand. Sack, Junge. Fahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Munition leer! Jetzt war scheiße, ich will da dummer Kiel von mir. Feindliche Aktivitäten. Sicherung des Geldes fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. 1-1? Nee. 1-2. 2-1. 2 haben sie noch. Oh nein! Das war's. Shit! Ich hab mich nicht so unnötig killen sollen, lassen sollen. Das war gar nicht der, das war der andere, der ihn erwischt hat. Schade. Schade. Dann so. Scheiße, nachdem ich seinen Kollegen da angeschossen habe, ist der hochgekommen. Bye bye. Level 18. Na, dauert noch bei mir bis Level 28. Brauche noch 2000 Erfahrungspunkte dazu. Boah, der 6,5 ist Level 19. Bleiben wir drauf oder gehen wir raus? Wir bleiben drin. Bleiben drauf, ne? Wie gesagt, ich muss ja noch zweimal Verteidiger spielen. Angreifer, Verteidiger. Ja, na gut, ich brauche halt nur noch die eine Runde. Dann habe ich es zumindest. Angreifer muss ich sogar machen, nicht Verteidiger. Das heißt, ich muss nur eine Runde spielen, weil wir haben ja schon zwei Runden gespielt. Was ist ein YouTuber bei dem im Team? Hä? Das ist bei denen, ist, beim Gegner ist ein Team, ist ebenfalls ein YouTuber. Wo steht das? Da war nämlich ein YT am Ende des Namens. Ist meistens so. Oh, sorry. Hab ich nämlich... Sorry, dass ich kein YouTube am Ende stehen habe. Ja, ich hab zum Beispiel, also nicht bei dem Account, sondern bei dem anderen Account. Da ist tatsächlich ein YT am Ende dran. Hey, wir haben zwei Rekruten, das ist ja toll. Ja. Rekrutenrunde. Echt jetzt? Muss mal wieder mal Dani anhauen. Ja, richtig, das wäre geil. Ich hab's nicht auf der Festplatte. Naja, normal.
Bei dem braucht der, da dauert immer ein bisschen, aber dann hat er Spaß auf einmal dran. Du musst ihn immer zu seinem Glück zwingen, das ist das. Du musst einfach mal in den Arsch treten, dann funktioniert das ganze Ding auch. Ich schieße ihm an Silvester jetzt erstmal eine Rakete in den Arsch. Oh Gott. Silvester steht ja auch bald vor der Tür. Eigentlich müsste ja, wenn die Folge bei mir rauskommt, schon Silvester vorbei sein. Also wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ja, frohes neues. Ne, bei mir kommen sie schon was später raus. Definitiv. Ja. Selber schuld. Wenn du wieder anders renderst. Renderst. Ja. Ich hab die Neujahrsfrage von der vorletzten. Ich war schon in der vorletzten Aufnahme drin. Keine Ahnung, wo die sind. Ich hab's ja gefunden gehabt, aber ich hab nicht mehr gewusst, was wir gerade suchen. Eine Geißel oder die Bombe? 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Bombe ist es. Bombe. Des Biogefahrgutbehälters. Ja. Ja. Läuft. Mal ein bisschen Sicherheit, falls sie auf die Idee kommen, um das Dach rauszukommen. Auch Granate reingeschmissen. Feind ist draußen entdeckt worden. Jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe zu sein, dann komme ich mit hoch. Ich muss nachladen. Nein, das gibt's doch nicht. Da machst du die ganze Zeit nichts und rollst nur mit deiner Drohne rum und dann springst du einmal kurz durchs Fenster und in dem Augenblick kommt natürlich auch ein Gegner ums Eck. Was? Das bin ich? Ja, klar. Okay. Ja, da drüben muss ich aufpassen, das sind zwei. Fürchte ich auch, ja. Hier auf der linken Seite, das sind nämlich Treppen und die gehen dann. Linken Seite sind die? Ja. Was? Ja. Yeah. Also die Fallgegner meine ich. Ja, sind auf der linken Seite eher. Da ist er doch! Scheiße, zu schnell. Ich hatte hier mich in dem Moment noch die Granate geworfen. Das war keine Granate, das war ein Fenster anbringen, Bombending. Nein, er hat was reingeschmissen. Naja, es war nicht viel zu machen. Gegen drei. So, damit habe ich meine Tagesziele erreicht. Eigentlich. Oder? Komm, der Dwama sollte mal sein Ding spielen. Sind deren Rekruten, okay. Vielleicht hat er nichts anderes. Oh, mal von mir her. Er will nichts anderes spielen. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Wenn's ihm Spaß macht. Sind wir dann erstmal einen Überblick schaffen?
komm schon runter. Barrikade steht! Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Scheiße, hier rollen 500 Drohnen rum. Achso, weg. Eine zumindest weg. Ja. Wurde direkt entdeckt, klar. Von der nächsten Drohne. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden. Die müssen nicht auch, dass wir die Dauerfeuer auf diese scheiß Drohne machen. Mal kurz mal. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert.